Ich freue mich von Herzen, dass ich heute dieses Video machen darf. Und ja, weil ich etwas teilen darf, was vielleicht viele Menschen hier auf der Erde noch nicht kennen und noch nicht wissen, etwas über ein plejadisches Chakra. Und ich spreche darüber, wo dieses Chakra liegt, warum es diesen Namen trägt und wie es sich aktiviert und alles, was es rund um dieses Chakra zu wissen gilt. Und ja, und ich freue mich. Ich liebe euch alle hier draußen und danke euch, dass ihr da seid und ja, dass ihr Teil dieser kleinen Community seid und dass wir uns über das Video sozusagen energetisch verbinden können. Und auch eure Kommentare sind so, so großartig und schön. Und ich sehe auch manchmal, wie ihr euch gegenseitig wirklich inspiriert in den Kommentaren. Und dafür danke ich euch von Herzen. Ja, lasst unser aller Licht scheinen. Ja, und heute geht es also um ein besonderes Chakra. Und diese Informationen habe ich wirklich brandneu einen Teil erst heute erhalten. Erst heute habe ich diesen Namen dazu bekommen, dass es das plejadische Chakra ist, das plejadische Herzchakra, um das es geht. Ja, und wir steigen gleich tiefer ein. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Und ich hole aus, indem wir zu verstehen haben, alles auf der Welt unterliegt gewissen Zyklen. Ja, das wissen wir auch. Das haben wir auch in der Natur. Ja, diesen Jahreskreislauf, diesen Jahreszyklus. Und so gibt es kleinere Zyklen, es gibt den Tag, die Nacht, ja, und größere Zyklen, wie eben das Jahr oder eben auch größere Zyklen. Und auch wir als Wesen befinden uns in so einem größeren Zyklus, der ungefähr 26.000 Jahre umfasst. Aber wir Menschen wollen immer alles ganz genau definieren, von da ist Jahr 0 und da ist Jahr 26.000. Aber ich glaube, es sind vor allem energetische Räume, die vielleicht nicht immer ganz konkret die genaue Zeit umfassen, aber ebenso in diesem Rahmen, 26.000 Jahre. Und wenn du dir das wie eine Uhr vorstellst, wie ein Kreis, ja, im Universum und in der Energie, in der Entwicklung, läuft alles spiralförmig. Ja. Das ist etwas, was wir noch lernen dürfen, die Wissenschaft noch ein Stück weit lernen darf, die in Punkt A von dem Punkt B die Strecke misst, ja, dass es sich im Grunde um Zyklen handelt, um eine Spirale, eine sich ausweitende, ausdehnende Spirale im Grunde. Ja, immer mehr Erfahrung, die wir einsammeln, ja, und immer größer werden und immer weiter werden und immer mehr erleben dürfen in dieser spiralförmigen Bewegung. Und ich habe dazu eine kleine Skizze gemacht. Die kannst du hier mal dir anschauen. Also dieser Zyklus, der ungefähr 26.000 Jahre beträgt, soll dieser Kreis darstellen. Und etwas, was auch wichtig ist zu verstehen, ist, also hier gehen wir in die Dichte hinein, das heißt, die Frequenz nimmt ab, alles wird langsamer und wenn es langsamer wird, auch das Atomare, ja, schwingen, wenn es langsamer wird, wird es schwerer. Und es wird dichter und wir bekommen mehr Materie. Und das ist dieser Zyklus, in dem wir uns sozusagen diese 13.000 Jahre, in denen wir uns jetzt so befunden haben und diesen großen Shift, der jetzt am 21.12.2012 im Grunde energetisch den Startschuss gesetzt hat und im August 2020 nochmal ganz stark intensiviert worden ist, ja, nochmal diese erste Öffnung noch viel weiter geworden ist, ja. Also dieser August 2020 hängt unmittelbar mit dem 21.12.2012 zusammen, ja. Das zum Verständnis. Und wir gehen jetzt wirklich in eine, und ihr könnt das vielleicht spüren, in einem meiner letzten Videos habe ich davon gesprochen, wir gehen in diese neue Ära, in diese neue Energie rein. Und ihr könnt das vielleicht auch ein Stück weit spüren, ja, dass wir jetzt in diese neue Ära gehen. Als fühlt ihr euch vielleicht ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, ich
bin ganz anders und ich denke auf einmal anders, ja. Und ich muss mich gerade noch neu sortieren. Ich habe mich noch gar nicht ganz gesettelt in dieser neuen Energie. Und ich denke, so geht es vielen von uns gerade. Ja, und in diesem Abwärtszyklus, den wir hier erlebt haben, sind wir immer mehr in die Dichte gegangen, ja. Und die Dichte bedeutet, dass wir ein Stück weit vergessen, wer wir sind, ja. Dass wir Trennung erfahren, dass wir Dualität erleben. Dualität, das bedeutet, dass wir das Gefühl haben, wir sind getrennt. Ja, jeder Mensch hat so sein eigenes Leben, hat er ja im Grunde auch, das, was wir so erleben, aber diese Verbindung, die uns verbindet, ja, und dass wir im Großen und Ganzen ein Bewusstsein sind, ja, und mit der Erde zusammen ein Bewusstseinsfeld kreieren, hier, jetzt. Und das haben wir zum Teil eben stark vergessen und erleben hier die Polarität sehr stark. Das heißt, dass wir sagen, das eine will ich, das andere will ich nicht. Das eine ist gut und das andere ist schlecht. Ja? Und das haben wir hier ausgespielt. Und jetzt gehen wir in dieses neue Bewusstsein, in diesen neuen 13.000 Jahre Zyklus hinein, ja, aus dieser Dichte heraus. Und ihr kennt die Unterteilung vielleicht in Dimensionen, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ich von der fünften Dimension spreche, von der vierten, der Übergangsdimension und der dritten Dimension. Aber es gibt noch eine andere Art, wie wir das sehen können, und das ist die Form der Dichte. Und hier sind wir in einer gewissen Dichte, haben wir eine gewisse Dichte erlebt. Ja, alles hat sich verlangsamt und hat sich verdichtet. Und jetzt in diesem neuen Zyklus gehen wir mehr wieder in die Leichtigkeit hinein. Und jetzt, worum es jetzt geht, das ist wirklich diese vierte Dichte, die wir dort erleben. In der vierten Dichte haben wir noch Form, ja, gibt es noch Form, aber alles ist ein Stück weit leichter und wir erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir ein großes Bewusstseinsfeld sind und dass es nie darum geht, die Macht über irgendeinen anderen zu haben, die Kontrolle über einen anderen Menschen zu haben, sondern dass es darum geht, dass wir in unserer Frequenz, in unserer Schwingung, den schönsten und größten Ausdruck bringen, den wir geben können, um andere zu inspirieren und mit unserer Energie, mit unserem Duft, ja, sie sozusagen anzuziehen, dass sie sich auch wieder an sich erinnern und an ihre Energie und an ihr Licht, ja. Darum geht es erstmal so ganz grob, dass man die Struktur versteht. Wir kommen aus der 3D, aus der starken Polarität, ja, und das erleben wir gerade sehr stark. Wir stehen hier noch hier unten, ja, und erleben das sehr, sehr stark, ja, dass wir sagen, boah, die einen sind aber gut, und die einen sagen, den Virus gibt es, die anderen sagen, es gibt kein Virus, die einen sagen, Maske muss sein, die anderen nein und Impfung ja, Impfung nein, und ihr kennt das alle, ja, da gibt es so viele Themen gerade und jetzt auch mit diesen Explosionen und Feuer, die es gerade überall wieder auf der Erde gibt, wo wir wieder ein Stück weit zurückschrecken und denken, oh Gott, ist das jetzt Gomorra oder wie hieß das? das erleben wir gerade sehr, sehr dicht. Aber wir stehen an diesem Punkt, wo es aufwärts geht. Ja, dieser natürliche Zyklus, den können wir sozusagen im Grunde gar nicht mehr aufhalten. Ja, das geschieht jetzt. Und wir sind in diesem Aufstiegsprozess und das lege ich jetzt mal zur Seite. Wir kommen in diesen Frühling hinein, ja? Okay. Ja, und was hat das jetzt mit dem Plejadischen Chakra zu tun? Es geht darum, in der dritten Dichte, in dieser Energie, in die wir bisher vor allem darin gestanden haben, ging es darum, ein Stück weit uns auch als eigenständige Person zu erleben, ja.
Unseren eigenen Willen zu entwickeln, das ist das dritte Chakra. Die Dichten haben auch mit unseren Chakren zu tun. Die erste Dichte mit unserem Wurzelchakra. Und vielleicht, wenn euch das interessiert, mache ich da nochmal ein extra Video. Schreibt mir das gerne in den Kommentaren, wenn euch das Thema mit der Dichte noch mehr interessiert. Die zweite Dichte ist dann das Sakralchakra. Das sind auch Entwicklungsschritte, die wir machen, ja, von dieser Einheit in erstmal in diese Form der Dualität. Und die Dualität ist noch nichts Negatives, ja, indem wir sagen, wir haben einen Vater und eine Mutter, ja, da ist nichts Negatives, indem wir sagen, wir haben einen Pluspol und einen Minuspol. Wir brauchen beides, wir können das, ist noch in einer Neutralität. Erst wenn das Ego dazu kommt in der dritten Dichte, ja, dann beginnen wir zu differenzieren und zu sagen, ah ja, aber das bevorzuge ich und das will ich nicht, ja, das, was mir Freude und Glück schenkt, das will ich, und das, was nach Schmerz und Leid aussieht, das will ich nicht, ja. Aber da kann man noch viel, viel tiefer einsteigen in dieses Feld der Dichte. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne. Und in dieser dritten Dichte ist eben der Solarplexus ein ganz entscheidender Bereich, ein archetypische Energie, ja, wo es darum geht, in die Eigenständigkeit zu erfahren und zu erleben und auch die eigene Macht zu erfahren und zu erleben, aber nicht in die Übermacht zu gehen oder in die Ohnmacht, ja, in die Untermacht zu gehen, ja, sondern sich seiner Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein, ja, ankert hier. Und ich mache ja dieses Heilungswebinar am 20. August, und da geht es wirklich darum, diesen Bereich zu heilen, ja, das innere eigene Licht, ja, und in eine gesunde Balance zu kommen in unserem Solarplexus Chakra, ja, indem wir selbstbestimmt sind, ja, indem wir unsere eigene Macht nicht von einem anderen nehmen lassen, indem wir in unsere eigene Kraft kommen, ja, und nicht abhängig sind davon, dass andere uns irgendetwas geben oder irgendwas zeigen oder irgendwas für uns tun, ja, sondern dass wir wissen, dass wir in dieser eigenen Kraft und Macht sind. Und da ist ganz viel Heilung notwendig. Und darum geht es in diesem Heilungswebinar am 20. August, damit wir weitergehen können, ja. Weil die vierte Dimension, das bedeutet, dieses pleiadische Chakra aktiviert sich. Und warum nenne ich es pleiadisches Chakra? Weil die Plejader sind sehr mit dem Herzchakra und der Herzenergie. Es ist ihre Frequenz, ja. Und dieser Name kam von ihnen, den haben sie mir gegeben. Ich soll es so nennen. Es ist das höhere Herzchakra, das pleiadische Chakra. Und also wir haben nicht nur ein Herzchakra. In 3D erleben wir ein Herzchakra. Ja, und ihr kennt das. Wir kennen Herzschmerz, ja. Wir lieben jemand, und wenn wir ihn nicht mehr lieben, dann hassen wir ihn, ja. Wenn er uns betrogen hat, sagen wir jetzt mal in einer romantischen Liebe, ja, dann beginnt der Hass auf einmal, ja. Und das ist nicht die bedingungslose Liebe, sondern das ist die polare Liebe, ja, wo es Liebe und Hass gibt, ja. Und das gehört auch dazu, ja, das erleben wir, aber es geht um noch eine höhere Perspektive, dieses tiefe, tiefe Mitgefühl zu kommen und in diese Liebe hineinzugehen, diese bedingungslose Liebe. Und das wird jetzt immer mehr aktiviert in uns. Und ich bin vor ein paar Tagen in unserem Gewächshaus gestanden und habe meinen Baumspinat geerntet und geschnippelt. Und da kam auf einmal, ganz unerwartet, kam diese bedingungslose Liebe, die so großartig war, die so, das ist wie so eine innere Explosion, und vielleicht habt ihr das auch mal erlebt. Ihr wisst dann gar nicht hin, wohin mit dieser ganzen Liebe, ja, die dann plötzlich aus einem herausströmt. Und das ist etwas so, so Schönes, ja, und man merkt, man darf die einfach so verschenken, ja, so richtig versprühen. Und
Und das ist wunderschön. Und es macht einem selber so viel Freude, ja? So in der dritten Dichte, wenn wir dort etwas verschenken, dann haben wir immer das Gefühl, wir geben etwas her. Wir geben aus unseren 100%, 20% her oder wie viel auch immer, ja? Aber wenn wir in dieses plejadische Chakra gehen, ja? In diese plejadische Energie, weil alles sind Energien, das geht es zu verstehen. In 3D denken wir, ah, die Plejade, die sehen so aus, ja, die einen sind schwarz, die anderen sind weiß, die einen sind groß, die anderen sind klein, ja, und sehen das nur sehr personifiziert, weil wir alles personifizieren, weil wir für alles einen Namen geben und eine Form geben und sagen, du bist das und ich bin das, ja. Aber wenn wir diese Energien verstehen als Energien, ja, dann ist diese plejadische Energie, diese Strahlkraft, diese bedingungslose Liebe, diese große Weite, ja. Und deswegen nenne ich es plejadisches Herzchakra, das höhere Herzchakra. Und auch fein hellsichtige Menschen können dieses Chakra oft wahrnehmen in einer türkisfarbenen Farbe. Und in meiner letzten Astralreise hatten wir eine türkisfarbene Lagune. Und manchmal verstehe ich nicht, warum die Bilder so kommen, wie sie kommen. Und im Nachhinein, irgendwann macht es Klick und sagt, ach ja, da gibt es ja dieses neue Herzchakra. Ja? Und es ist total spannend. Also wenn wir das Leben wirklich mit diesen kindlichen Forscheraugen anschauen, dann entdecken wir jeden Tag irgendetwas Neues, das es zu erforschen gibt. Ja. Und dieses plejadische Herzchakra hat also hier seinen Sitz im oberen Herzraum, also so ein bisschen auf Höhe der Thymusdrüse, würde ich sagen. Und da geht es wirklich in dieses Strömen hineinzukommen, in diese bedingungslose Liebe, ja, die nicht in dieser Polarität mehr verhaftet ist. Ja. Und was passiert gerade, wenn wir gerade in dieser Dualität oder in dieser Polarität, wo wir gerade leben und auch viele negative Nachrichten oder wir das Gefühl haben, wir haben Angst, wir werden wirklich getriggert, ja? Und manchmal spüren wir diese tiefe Traurigkeit in uns und diese tiefe Trennung in uns, ja? Und das bedeutet, dass unser Herzchakra schmerzt. Es schmerzt, damit es aufbricht. Dass die Energie nach oben gehen kann, in unser höheres Herzchakra, ja, in diese bedingungslose Liebe hinein. Und ja, und darum ist es gut, wenn wir auch den Solarplexus, ja, hier im Nervengeflecht, wenn wir dort Heilung kreieren, ja, und in unsere Kraft kommen, unsere Power, dann schießt die nach oben durch das untere Herzchakra in das plejadische Chakra hinein. So ein Stück weit. Also, ja, und genau, das war das, was ich heute mit euch teilen wollte. Und ich muss wirklich sagen, ich war heute Morgen mit meinen Hunden draußen auf dem Feld und dachte, gib mir den Impuls, was ist jetzt wichtig, was soll ich heute teilen? Und dann kam alles, ja, das kam alles heute Morgen mit dem plejadischen Chakra und ja, und ich freue mich sehr auch wieder auf eure Kommentare. Ich freue mich auch jedes Mal über eure Wertschätzungen. Ja, und ich habe eine kleine Dankesmeditation gemacht für all die Menschen, die mir eine kleine Spende zukommen lassen. Und ja, und wenn dich dieses Heilungswebinar, wo es um die Heilung des Solarplexus geht, interessiert, das findet am 20. August statt. Ich verlinke das unten. Und ja, und übrigens, es haben sich ganz viele neue spannende Themen für Seminare gezeigt und mehr dazu im September, denke ich mal. Es wird eine kleine Mysterienschule geben mit neuen Einheiten. Das sind neuen Video-Einheiten, aber mehr dazu dann in meinen nächsten Videos. Es setzt sich gerade noch, es ist noch langsam am Entstehen und ich freue mich sehr darauf, ja. Und ich wünsche dir alles Gute, sende dir mein Licht
und meine Liebe. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich auch wie immer über ein Like oder wenn du es auch teilst mit anderen, für die diese Information wichtig sein könnte, oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Ja, in diesem Sinne, alles, alles Gute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Namaste.